Hallo Christoph. Hallo. Wir treffen uns heute hier zum Interview, denn du bist der Kandidat der Linken für das Amt des Bundespräsidenten. Dann würde ich dir jetzt gerne ein paar Fragen stellen, damit unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dich besser kennenlernen. Ja, bitte. Ja, als parteiloser Kandidat für die Linke sind deine Chancen ja, ich sag mal, übersichtlich eventuell, denn die SPD und die Union haben einen eigenen Kandidaten, Frank-Walter Steinmeier, und die Grünen zieren sich auch noch, dir ihre Stimme zu geben. Warum trittst du denn trotzdem an? Die Demokratie lebt von politischen und personellen Alternativen, und ich finde es ganz wichtig, dass zu dem Kandidaten von CDU, CSU und SPD auch eine linke politische Alternative besteht. Und ich glaube, dass ich diese Alternative verkörpere. Ich kann natürlich in der Zeit bis zur Bundesversammlung dafür werben, für soziale Probleme unseres Landes sensibler zu sein. Ich will meine Forschungsergebnisse in die Öffentlichkeit tragen, und ich will natürlich auch werben für mehr Solidarität und mehr soziale Gerechtigkeit. Kann man das auch als Statement einfach werten, dass du sagst, auch wenn deine Chancen gering sind, du trittst trotzdem an, und kann man das so ein bisschen auch als Symbol dafür werten, wie du gerne, was du den Leuten auch mitteilen möchtest, dass es wichtig ist, dass sich jeder auf seine Weise irgendwo engagiert? Naja, ich sehe in einer Niederlage, in einer Abstimmungsniederlage jetzt kein Fiasko, sondern da halte ich es eigentlich mit Bertolt Brecht: Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und ich weiß, dass es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass ich ins Schloss Bellevue einziehe, aber das ist ja auch nicht unbedingt das Ziel, sondern das Ziel ist, Alternativen in der Gesellschaft deutlich zu machen, politisch etwas anderes zu repräsentieren. Und vielleicht auch für diese für mich zentralen Probleme, wie die zentrale Frage, mehr öffentliche Aufmerksamkeit zu bekommen. Und deshalb trete ich auch an. Jetzt in diesen Tagen, kurz vor Weihnachten, kommt der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung raus. 600 Seiten umfasst das Papier. Was schon bekannt ist, ist, dass die Anzahl der Millionäre in Deutschland um Tausende angestiegen ist. Zugleich aber die Zahl der Menschen, die von der Mindestsicherung leben müssen, ebenfalls stark zugenommen hat. Die Anzahl der Haushalte, die privat verschuldet sind, liegt bei über 2 Millionen. Ist Deutschland noch ein Sozialstaat? Verglichen mit vielen anderen Ländern ist Deutschland sicherlich noch ein Sozialstaat, aber die Demontage dieses Sozialstaates ist weit fortgeschritten. Ich habe dieses Bild benutzt, dass wir mehr und mehr von einem Sozialversicherungsstaat, der seit Bismarck dadurch gekennzeichnet war, dass die Menschen abgesichert werden über Versicherungen gegen solche Standardrisiken wie zum Beispiel Krankheit, Invalidität, Alter und Altersarmut, Arbeitslosigkeit, dass dieser Sozialversicherungsstaat mehr und mehr zu einem Fürsorge-, Almosen- und Suppenküchenstaat wird. Aber das heißt natürlich nicht, dass er das noch ist, sondern ich bin der Meinung, dass das auch politisch dieser Entwicklung, die mit der Agenda 2010 und mit Hartz IV ihre Höhepunkte erreicht hat, dass diese Entwicklung noch politisch reversibel ist. Das heißt, durch das Eingreifen, durch das sich Engagieren, durch Reformen, die in eine andere Richtung gehen als in Richtung des Neoliberalismus und der Glorifizierung des Marktes, kann diese Entwicklung natürlich noch beeinflusst und auch rückgängig gemacht werden. Und deswegen finde ich, es lohnt nach wie vor, um diesen Sozialstaat zu kämpfen und ihn zu erhalten. Nur dazu, denke ich, bedarf es eines neuen Aufbruchs. Es bedarf eines Rucks, der durch Deutschland gehen muss, aber nicht in Richtung wie bei Roman Herzog von mehr Markt, Wettbewerbsfähigkeit, Konkurrenz und Ellenbogendenken, sondern ein Ruck in Richtung von mehr Solidarität, sozialer Gerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit, die nötig ist, eine Umverteilung von oben nach unten, damit eben diese Probleme, die der Armuts- und Reichtumsbericht zum Teil eher beschönigt, dass diese tiefe Kluft zwischen Arm und Reich, dass die nach und nach gestopft wird oder zumindest sich nicht weiter vertieft, das kann man politisch beeinflussen, und das ist auch dringend nötig, damit der gesellschaftliche Zusammenhalt nicht schwindet und die Gesellschaft nicht weiter zerfällt. Du sagst, Reformen sind möglich und dass es sich lohnt, um diesen Sozialstaat zu kämpfen. Welche Maßnahmen würde denn ein Bundespräsident Butterwege der Politik raten, um die soziale Spaltung aufzuhalten?
Also unten ist sicher notwendig, den sehr breiten Niedriglohnsektor, der inzwischen fast ein Viertel aller Beschäftigten umfasst, den einzudämmen und zurückzudrängen. Und das könnte man natürlich versuchen, einmal durch eine Erhöhung des Mindestlohns auf deutlich über 10 Euro. Auch die Ausnahmen müssen gestrichen werden, dass bestimmte Personengruppen, wie zum Beispiel Langzeiterwerbslose, Jugendliche ohne Berufsabschluss, dass die ausgeschlossen sind oder zumindest eine Zeit lang ausgeschlossen sind vom Mindestlohn. Diese Ausnahmen und Sonderregelungen müsste man natürlich beseitigen. Es müsste auch eine Re-Regulierung des Arbeitsmarktes stattfinden. Das heißt also, Mini- und Midi-Jobs müssten sozialversicherungspflichtig gemacht werden. Der Leiharbeitssektor müsste deutlich ausgedünnt werden. Leiharbeiter müssten mehr Rechte bekommen, müssten Stammbelegschaften gleichgestellt werden. Auf der anderen Seite müsste in der Steuerpolitik natürlich dafür gesorgt werden, dass dieser Trend sich nicht fortsetzt über Jahrzehnte hinweg. Systematisch alle Steuern, die wohlhabende Reiche und Hyperreiche zahlen, zu senken oder gar wegfallen zu lassen. Also da muss der Staat stärker diejenigen belasten, die breite Schultern haben, die hohe Einkommen und Vermögen haben. Und wenn das geschehen würde, dann könnte man eine soziale und Bildungsinfrastruktur für sozial benachteiligte Kinder zum Beispiel schaffen, die es ermöglichen, dass beispielsweise alleinerziehende Mütter durch gute, qualitativ auch gute Kinderbetreuungseinrichtungen vollzeiterwerbstätig sein können. Und das hätte einen Doppeleffekt. Auf der einen Seite könnten sich die Mütter aus der Armut gewissermaßen selbst herausarbeiten und auf der anderen Seite wären ihre Kinder so gut betreut, auch mit einem warmen Mittagessen ausgestattet in diesen Einrichtungen. Sie würden auch Bildungsimpulse erhalten und man hätte auf diese Art und Weise, könnte man sehr viel bewegen in Bezug auf bessere Chancen für Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Aber das alles geht nur, wenn der Staat finanziell in der Lage ist, solche Maßnahmen zu finanzieren. Und wir haben eine Infrastruktur, wir haben eine Investitionslücke, die darauf basiert, dass die Reichen zu wenig Steuern zahlen. Was viele nicht wissen, ist, dass bevor du das Thema Armut zu deinem Forschungsschwerpunkt gemacht hast, warst du auch Rechtsextremismus-Experte, so Anfang der 90er etwa. Mhm. Auch da war das in Deutschland bereits ein großes Thema. Trotzdem ist inzwischen vieles anders. Inzwischen gibt es die AfD, die sich Anfang der 90er eben nicht herausgebildet hat. Wie schätzt du diese Entwicklung ein? Also der Rechtspopulismus, das heißt eine Strömung im Rechtsextremismus, die sich so als Sprachrohr des Volkes darstellt. Also Populus heißt lateinisch das Volk. Das ist eine Strömung, die im Grunde versucht, so zu tun, als würde das fleißige Volk einerseits den korrupten Eliten oder denen da oben gegenüberstehen und auf der anderen Seite denjenigen, die als Sozial- oder Asylschmarotzer im Grunde faul sind und in der Hängematte des Sozialstaates liegen und das fleißige Volk der Deutschen ausbeutet. Diesen sozusagen doppelten Gegensatz so politisch zu betonen, das ist ein Kennzeichen solcher Bewegungen und Strömungen wie der AfD. Das ist eigentlich nichts Neues, aber es hat einen Aufschwung genommen durch die soziale Spaltung im Land. Denn das ist in Deutschland immer schon so gewesen. Wenn sich die Mittelschicht oder das Kleinbürgertum bedroht sehen vom sozialen Abstieg, dann reagiert es, indem man irrationale Ängste verarbeitet, dadurch, dass man sich nach rechts wendet. Und das heißt, man fühlt sich besser, wenn man nach der Radfahrermethode nach oben buckelt und nach unten tritt. Das heißt, gegenüber Migrantinnen und Migranten oder gegenüber den Flüchtlingen sich als was Besseres fühlt und die tritt. Aber diese Fluchtmigration lässt Probleme deutlich werden. Insofern ist es auch keine Flüchtlingskrise, die vorher schon bestand, nämlich als Vorsorgekrise, als Krise der öffentlichen Daseinsvorsorge. Wenn man all das machen würde, die Menschen sozial besser stellen, würde damit der Rechtspopulismus und der Rechtsextremismus und Neofaschismus nicht aus der Welt verschwinden. Aber es wäre eine wichtige Voraussetzung geschaffen, nämlich der materielle Nährboden für soziale Abstiegsängste. Dieser materielle Nährboden, der würde trockengelegt und auf die Art und Weise könnte man sich dann auch ernsthafter und konsequenter auseinandersetzen mit rassistischen und nationalistischen Ressentiments. Und dazu ist es aber nötig, finde ich, dass Armut wirksam bekämpft wird und nicht Reichtumsförderung betrieben wird, wie das die Große Koalition auch in den vergangenen 4 Jahren getan hat.
Bei dem Thema Flucht geht es auch viel um Fluchtursachen. Und natürlich ist es einfacher, innenpolitisch davon abzulenken und womöglich die Geflüchteten zu Sündenböcken zu machen, als sich mit womöglich auch der Verantwortung der deutschen Außenpolitik auseinanderzusetzen. Es gab den neuen Rüstungsbericht der Kirchenorganisationen, wonach die Rüstungsexporte Deutschlands sich fast verdoppelt haben innerhalb kürzester Zeit. Und es wird zum ersten Mal auch ein Gesetz gefordert, das Waffenexporte reguliert. Da hat Wirtschaftsminister Gabriel momentan eigentlich freie Hand. Mit seiner Unterschrift kann er relativ viel genehmigen und tut es auch sehr freigebig. Würdest du sagen, dass die Außenpolitik der Bundesrepublik sozusagen mit Verantwortung trägt bei der momentanen Fluchtbewegung? Oder gibt es da Bestrebungen auch unter Außenminister Steinmeier, die du gut findest? Wie schätzt du das ein? Also die starken Flüchtlingsbewegungen haben natürlich damit zu tun, dass westliche Industriestaaten, auch die Bundesrepublik, durch Rüstungsexporte, auch durch Ausbeutung, durch Aneignung der Rohstoffe von Ländern der sogenannten Dritten Welt im Grunde diese Flucht verursachen. Also das heißt, man kann nicht so tun, als würden da plötzlich große Menschenmassen kommen und man sei jetzt plötzlich überfordert und auch verwundert, dass das passiert. Und ich finde, die Bundesrepublik hat aufgrund ihrer ökonomischen Stärke, auch aufgrund ihrer Geschichte, eine große Verantwortung, die internationalen Beziehungen friedlich zu gestalten. Also mehr Kooperation als Konfrontation. Ich sehe auf der anderen Seite aber durchaus Tendenzen eines zweiten Kalten Krieges. Wenn ich betrachte, wie da Rüstung wieder als militärische Intervention, als ganz legitime und normale Mittel der Außenpolitik angesehen werden, wie die Kanzlerin jetzt das Ziel der NATO verkündet, Rüstungsausgaben fast zu verdoppeln, nämlich auf 2% des Bruttoinlandsprodukts zu steigern, dann verstehe ich nicht, wie man diese Politik, die schon sehr oft Länder und ganz besonders Deutschland als Ausgangspunkt von zwei Weltkriegen, schon viele Länder in Not und Elend geführt hat, wie man eine solche Politik militärischer Drohung auch zum Teil, wie man eine solche Politik machen kann. Denn Rüstung bedeutet natürlich immer die Gefahr von mehr Spannung, von mehr militärischen Aktionen und Aktivitäten. Und Krieg kann nicht die Lösung sein. Das heißt, die Bundesrepublik hat die Aufgabe, eine Friedenspolitik zu vertreten. In der Tradition von Willy Brandt, wie ich finde, wäre das dringend wieder notwendig, noch mehr Initiativen zu entfalten, an die Stelle von Rüstung Entspannung zu setzen und auch mit Russland zum Beispiel zu einer vernünftigen Zusammenarbeit zu kommen. Das muss die Hauptaufgabe der deutschen Außenpolitik sein. Einige Bundespräsidenten blieben ja im kollektiven Gedächtnis durch bestimmte Aussagen. Mit welchem Satz oder mit welcher Botschaft möchte denn ein Bundespräsident Butterwegge gerne im Gedächtnis bleiben? Dass wer über den Reichtum nicht sprechen will, auch über die Armut schweigen sollte und daraus folgend auch vielleicht ein Sinnspruch, der die Politik anleiten könnte. Wer die Armut wirksam bekämpfen will, muss den Reichtum antasten. Mich würde interessieren, was so dein Antrieb war, dich so stark und so lange mit den Themen soziale Gerechtigkeit und Armut zu beschäftigen. Was gab es da ein auslösendes Ereignis? Wie kamst du an dieses Thema und warum hat dich das so viele Jahre so stark beschäftigt? Dieses Streben nach sozialer Gerechtigkeit, das führe ich in meiner Biografie darauf zurück, dass ich so ein Erlebnis hatte als Kind einer alleinerziehenden Mutter, nicht ehelich geboren, aber aufs Gymnasium geschickt, Abitur gemacht, später studiert und promoviert, dass ich, als ich aufs Gymnasium kam, ich kann mich gut daran erinnern, der Klassenlehrer schlug das Klassenbuch auf und ging alle Namen durch und fragte, wir waren alles Jungs, es gab keine Koedukation, sondern Jungen und Mädchen wurden getrennt als Geschlechter unterrichtet. Und die erste Frage des Klassenlehrers war an alle gerichtet, was ist dein Vater von Beruf?
Ich wusste über meinen Vater überhaupt nichts. Der spielte in meinem Leben keine Rolle. Der war längst weg. Und meine Mutter hat mir nie von ihm erzählt, aus verständlichen Gründen, wie ich denke. Und das hat natürlich in mir viel Beklemmung ausgelöst, gefragt zu werden nach etwas, was für alle anderen, die in Normalfamilien aufgewachsen waren, etwas ganz Alltägliches war, der Beruf des Vaters. Und von da an war aber schon sofort klar für den Klassenlehrer, der diese Frage gestellt hatte, derjenige Junge, der als Sohn eines erfolgreichen Geschäftsmannes in der Stadt bekannt war, der hatte natürlich von Anfang an viel bessere Chancen, eine gute Note zu bekommen, als ein Junge, der noch nicht mal wusste, was sein Vater von Beruf ist und der allenfalls eine Mutter vorzuweisen hatte. Und das hat mich, glaube ich, schon ziemlich tief geprägt. Bis heute ist das ja so und inzwischen auch durch PISA vielfach belegt, dass die soziale Herkunft bei uns immer noch heute, im Jahr 2016, 2017, ausschlaggebend ist für den Bildungserfolg eines Kindes. Damals war das für mich an diesem Beispiel ganz drastisch spürbar, dass ich zurückgesetzt wurde. Und dieses Zurückgesetztwerden als jemand, der eben nur aus einer anderen Familienkonstellation kam und nicht den Normalitätsvorstellungen der Gesellschaft der damaligen entsprach, das hat mich, glaube ich, tief geprägt und bewegt, diese Frage der sozialen Gerechtigkeit im Leben immer sehr ernst zu nehmen und als Ziel, als Leitbild für die Gestaltung einer Gesellschaft bis heute ganz hoch anzusiedeln. Du hast selbst drei Kinder. Ein Mädchen? Zwei. Zwei Kinder. Noch sehr klein. Was wünschst du dir sozusagen, in welchem Deutschland sie aufwachsen und was ist so die Botschaft, die du ihnen mitgeben würdest? Es geht mir darum, Kinder sind mittlerweile auch Armutsrisiko, so schlimm das ist. Und wenn du sagst, du bist von einer alleinerziehenden Mutter aufgezogen worden, inwiefern hat dich das geprägt dahingehend, dass du versuchst, deinen Kindern was mitzugeben, mit auf den Weg zu geben, besondere Eigenständigkeit, Widerstandsgeist, so diese Haltung, all das, was du jetzt erzählst, denke ich, erlebt man als Vater nochmal irgendwo anders und leitet sich daraus auch ein bisschen deine politische Aktivität jetzt ab, dass du denkst, man muss was bewegen, man muss was anders machen für die Zukunft in diesem Land? Diese heute immer noch zwei kleinen Kinder sind für mich schon ein Grund, häufiger darüber nachzudenken, welche Perspektiven sie haben, später aufzuwachsen. Also zum Beispiel muss es eine Gesellschaft sein, die nicht völlig im Feinstaub untergeht, wie Köln ist da sehr, sehr stark belastet. Ich höre nachts, wenn ich da den Säugling, dem die Flasche gebe, höre ich da Flugzeuge über das Kinderzimmer donnern, weil Köln kein Nachtflugverbot hat, sondern da sehr laute Transportmaschinen zu jeder Nachtzeit unterwegs sind. Das ist so etwas, wo ich denke, was ist es für eine Gesellschaft? Wie gestalten wir sie? Sie muss meines Erachtens sozialer, demokratischer, ökologischer, humaner werden. Und ich mache mir dann schon Gedanken mit 65. Einmal natürlich, ob ich das Aufwachsen dieser Kinder selber jetzt noch erlebe, aber auch, welche Welt wir ihnen hinterlassen. Ich kann natürlich die Welt nicht aus den Angeln heben und sie verbessern, aber ich will schon, da bekenne ich mich auch dazu, ein Weltverbesserer und ein Gutmensch zu sein. Soll ich denn ein Schlechtmensch sein? Also natürlich will ich meinen Kindern und auch anderen Kindern eine Welt hinterlassen, die gerechter ist, die sozialer ist, die demokratischer auch ist, wo sich alle beteiligen und beteiligen können an politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen. Aber wichtig ist mir, und das versuche ich auch sicherlich dann Ihnen zu vermitteln, dass man sich bemüht hat, diese Verbesserung zu erreichen. Ob man es schafft, das ist etwas anderes. Ich beobachte aber zum Beispiel bei jungen Menschen, die etwa auch Studierenden, dass sie geprägt sind von diesem neoliberalen Zeitgeist in der Gesellschaft, dass sie auch Politik machen mit dem Bedürfnis, Erfolg zu haben. Also wenn ich zu einer Demonstration gegen CETA oder TTIP fahre, den weiten Weg von Köln nach Berlin, dann will ich auch, dass diese Abkommen in den Papierkorb wandern. Aber das passiert ja nicht. Und dann zieht man daraus den Schluss, die Latsch-Demo hat ja nichts gebracht und ich ziehe mich lieber politisch wieder zurück. Ich bin der Auffassung, man muss sich engagieren, man muss versuchen,
politisch auch erfolgreich zu sein. Aber auch wenn man es nicht ist, ist für mich ganz wichtig, am Ende des Lebens Bilanz zu ziehen und mir sagen zu können, du hast es versucht, dein Kind eine bessere Welt zu hinterlassen. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, das ich eigentlich auch an künftige Generationen weitergeben will. Vielen Dank. Bitteschön.